Küche, asiatische Küche. Barbara, soll doch mal experimentieren. Ich nix wirklich, danke. Nee. Du traust Mach dich du nicht. Mal. Nee, ich nicht. Also, ihr Feigling. 现在有1000万的学生刚刚高考完，今天我们把他1000万人的共同回忆，把全国统一的童年炸串推广给德国人，能不能把炸串引进到德国学校门口？今天就替你们考察一下，炸串奉上使者。 Das ist ja mega cool, was gibt's da? Ah, das riecht so gut. Und wer hat es gekocht für euch? Ihr beide. 蟹棒, 藕片, 土豆片, 香菇, 玉米, 千叶豆腐, 豆皮金针菇, 香菜, 豆皮, 包菜, 大虾, 鸡肉, 牛肉, 看看哪个串是德国人的最爱。 Ich war ganz beeindruckt jetzt von diesem Möbelstück. 我把小餐车, 又赶紧了一下, 加了广告横幅, 还可以在旁边挂菜单, 你觉得还有什么可以改进的? 欢迎留个言。 Man euch auch mieten? Wir haben so eine coole Aktion am Fluss. Am Neckar ist immer sonntags gesperrt für Autos. Da fahren nur Fahrradfahrer. Da ist total viel los und das ist eine ganz gute Stimmung, wenn schönes Wetter ist. Kommt dann vorbei. Wo ist der Tofu da? Schöne Scheiben, das ist gerollt. Dann nehmen wir Tofu-Pilze. Was ist das, Lotus? Kennst du Lotus? Ich kenne so die Blüte. Das schmeckt auch sehr lecker. Neutral eher. Neutral. Also es schmeckt nach Frittierfett. Dann würden wir das nämlich auch nehmen. Ich glaube, ich will mal Krebs. Ich würde Rind probieren. Ich glaube, eigentlich das probiere ich auch bei dir. Aber ja, sind schon lecker. Nee, wir waren viel in China unterwegs. Mal geil. Und wie hast du das Land so erlebt? Und die Menschen? Besser als man es annimmt. Am liebsten würde ich alles probieren. Wo waren wir denn in Suzhou? Ah, Sie waren schon mal in China? Und da die sehen auf der Straße dann ihr Essangebot, da so kleine Garage-ähnliche Küche gibt. Und da hat es tolle Sachen gegeben, außer dem Stinke-Tofu, der hat mir nicht geschmeckt. Stinke-Tofu? Ja, oh ja. Ist lecker. Ich glaube, ich habe noch nie Krebs gegessen, jetzt habe ich keinen Vergleich, aber es ist sehr lecker. Also ein bisschen wie so Chips irgendwie. Ja, also Tofu-Haut und Tofu. Wenn es mit Koriander ist gut. Sehr gut. Geil! Echt lecker! Gentlemen, echt gut! Madame! Mmh. Aber die Pilze sind so lecker. Mmh. Ja, sehr gut. Mmh. Ich hatte eigentlich gar keinen Hunger. Also nicht so gut. Auf Spießen Ach so, und dann nimmt sie das warmer. Und es wird frittiert, genau. Es wird frittiert. Ah. Barbara, soll doch mal experimentieren. Wir sind probieren. Satt. Ja, aber ich möchte ich doch noch rein. Ja, da ist nur Öl. Hier ist nur Öl. Also das Öl, ah, ja. Und hier haben wir die ganzen frischen Zutaten drin. So ein Maisspieß. Willst du noch irgendwas? Nur ein Maisspieß. Das ist ein bisschen wenig. Das ist ein bisschen wenig. Und wenn es mir dann schlecht wird, dann kann ich immer noch sagen, das waren die Kartoffeln, was ich bei den anderen gegessen habe. Ja, genau. Guck mal, sowas toll. In die Richtung getrunken. Wie ein Kunstwerk. Also wenn du sagst, von allem ein bisschen. Er kocht das wahrscheinlich daheim noch nach. Liebe kochen, ich koche auch immer voll gerne. Ja. Kocht auch sehr asiatisch. Das sind schon coole Snacks, das wäre schon schön, wenn es das auch hier gäbe. Das ist auch viel besser als so auf Märkten, wenn man dann so einen ganzen Döner oder einen ganzen Burger hat. Diese kleinen Snacks sind viel besser. Kann man viel Verschiedenes nehmen. Muss man sich nicht für eins entscheiden. Okay, im Endeffekt machst du die Sachen einfach roh auf die Spieße und dann frittierst du sie und dann bestreichst du sie mit Soße. Das ganze Rezept abschreiben, oder? Ja, wir wissen, wie die es machen. Und ist das so ein typisches cool. Streetfood oder wie in China? Ja. Heiß. Oh, ja. So heiß. Ja. Das sieht so schön aus. Das riecht so gut. Habt ihr jetzt auch was bestellt? Ja. Ja, absolut. Alles. Ich muss die Kartoffeln noch probieren, die ist lecker. Ist auch nicht so heiß. Ich will meinen Pilz, der ist irgendwie lecker. Ich nehme diesen ganzen noch, okay? Oh, nicht schlecht. Ich jetzt nehme ich so mit der Finger zwei Runden und dann mache ich die weiter. Du traust Mach dich du mal. Nee, ich auch nicht. Ihr Feigling. Ihr Feigling. Gell? Also ich war in China und habe gesagt, ich probiere alles. Ich staube auch nicht an ihrem Essen. Jetzt mach's mal vor. Schmeckt gut. Wer will probieren? Ich. Ich will noch gern eigentlich Aber weil du gesundes Essen. Ja, genau. Ich probiere auch, genau. Das Crunchy hier mit frittiert ist besser. Weil es hat mehr Geschmackserlebnisse. Da steht Jachuan oder wie ist das? Was bedeutet das? Frittiert Spieße. Okay, easy. Hey, schönen Abend. Wollt ihr das probieren? So wird Soldat. Gab es da früher auch Spieße zum Essen? Als Soldat war nie Spieße. Ich habe geschummelt. Am Flughafen habe ich gegessen. Und ich habe immer Kerosin irgendwo
rein und jemand verkauft. Früher war Kerosin, Kerosinbrenner und kann kochen. Und doch habe ich immer Geld gehabt. Habt ihr irgendwelche krassen Geschichten vom Abitur irgendwas? Abitur. Ich noch mal. Würdest du dir wünschen, dass es das auch neben deiner Schule gegeben hätte? Das hätte mir gefehlt in meiner Jugend. Es gibt ja genügend Schulen hier. Das finde ich eine gute Erfindung. Das könnte man hier auch mal einführen. Ja, klar. Ja. Was gab es bei euch früher an der Schule zum Essen? Ja, ich glaube, das Angebot hier war relativ begrenzt. So Döner oder Bäcker und das war es eigentlich fast schon. Ich war auf einer Mädchenschule, auf einer katholischen, aber da gab es auch nur so einen Bäcker, der hatte so zwei große Körbe und da war alles Mögliche drin. Also Brezel natürlich und Mohrenkopfbrötchen. Ich würde auf jeden Fall was nachkochen. Kommt richtig Fangirl-Modus wieder hoch. Ich muss mir ein paar Serien angucken. Habt ihr irgendwelche Tipps, die ihr den Abiturienten raten würdet? Ich denke, sie sind sehr viel fleißiger als wir. Also ich glaube, man muss denen gar nicht mehr so viel raten. Chinesen sind flott. Chinesen sind ja schon schlauer als unsere Jugend. Die müssen ja uns beraten. Auch nicht zu ernst nehmen. Viel schlafen. So bis nachts lernen. Nicht zu viel stressen vor den Prüfungen. Nein, obwohl doch ein bisschen mehr das Leben entspannen. So. Einfach ein bisschen mehr locker lassen. Ganz wichtig ist, dass sie selber überlegen und sich nicht vereinnahmen lassen. Berufe, die einem Spaß machen. Ja. Ja. Viel Alkohol vorm Abitur trinken, habe ich auch gemacht. Langsam oder schnell? Gao, Kao, Yi, San, Shang, An. Gao, Kao, Yi, Shang, Shang, An. Gao, Kao, Yi, Shang, Shang, An. Wir sind jetzt in der Nacht.